Visite auf der Intensivstation im Krankenhaus Mühlacker. Das Besondere, Oberarzt Ralf Brunner bekommt Unterstützung von Sarah Walker und Monika Bürle aus dem 30 Kilometer entfernten Ludwigsburg. Der Patient hat eine Lungenentzündung samt Blutvergiftung. Darf ich gerade mal kurz einen Blick auf den Respirator werfen? Danke dir. Bitte schön. Ich würde mal kurz ranzoomen. In Ludwigsburg ist die Intensivstation größer. Die Ärztinnen und Ärzte hier haben häufiger auch mit außergewöhnlichen Fällen zu tun. Mühlacker profitiert von dem zusätzlichen Fachwissen. Der Patient hat natürlich den Vorteil, dass doch vielleicht der eine oder andere noch eine pfiffige Idee hat. Vor allem bei Krankheitsbildern, die sehr komplex sind. Früher haben die Ärztinnen und Ärzte sich telefonisch beraten, aber mit Kamera klappt es besser. Aber es ist immer besser, man sieht den Patienten, man kann sich viel mehr vorstellen, man hat einen ganz anderen Blick drauf, als wenn man was nur telefonisch geschildert bekommt, zumal der anruft, ja nur das schildert, was er sieht. Und wenn man gemeinsam auf den Patienten guckt, sieht man mit vier Augen deutlich mehr. Die Kameras auf den Videowagen zeigen auch Details aus dem Krankenbett, wie bei dieser Demonstration mit einer Puppe. Bisher kann sich das RKH-Klinikum Ludwigsburg so mit 12 Krankenhäusern zusammenschalten. Bis Ende des Jahres soll das Projekt insgesamt 10 Zentralen und 50 Krankenhäuser in Baden-Württemberg verbinden. Laut RKH-Klinikum wird es dann eines der größten telemedizinischen Netzwerke Deutschlands sein. Gesundheitsminister Lucher erhofft sich davon auch bessere Voraussetzungen für die Corona-Nachsorge. Das Land fördert das Projekt mit 1,5 Millionen Euro. Um den betroffenen Patientinnen und Patienten von Post-Covid, von Long-Covid und anderen Fatigue-Syndromen ein besseres medizinisches Netzwerk und Wissen unserer Fachleute zur Verfügung zu stellen. Ein Problem, dem Datenaustausch zwischen den Krankenhäusern sind bisher enge Grenzen gesetzt. In diesem Punkt hofft RKH-Geschäftsführer Jörg Martin auf die Politik. Da muss man überlegen, wie man den Datenschutz entsprechend modifiziert. Nicht, dass es falsch verstanden wird. Datenschutz ist extrem wichtig. Aber ich denke, wir müssen auch hier pragmatisch sein, wenn es dem Patienten hilft. Der muss einwilligen und so weiter, ist klar. Aber das ist sicherlich noch eine Hürde. Baden-Württemberg setzt sich derzeit beim Bund dafür ein, dass der Umgang mit Gesundheitsdaten einfacher wird.